Schön, dass du wieder dabei bist bei einem gemeinsamen, knackigen Workout. Das letzte Workout, was ich hochgeladen habe, das Imom, das hat ja richtig gefetzt und richtig reingehauen. Ich habe so viel geiles Feedback von euch bekommen. Da habe ich gedacht, jetzt machen wir nochmal ein Imom. Das letzte war ja so ein bisschen mehr unterkörperlastig. Heute machen wir es mehr oberkörperlastig und ich verlinke euch das natürlich auch oben in der Infobox, dass ihr da auch zu dem anderen Workout kommt. Und das heutige wird auch, wir machen erst ein kleines Warm-up, dann machen wir einen 30-minütigen Hauptteil und dann ein kleines Cooldown. Und dann haben wir es. Genau, ich mache meine Uhr an, ihr jetzt auch, dass wir halt starten. Und dann würde ich sagen, lesen wir los. Ich hab Bock. Gut, wir starten mit einem Warm-up. So, Uhr geht an. So, Start Workout. Gut, erstmal ein bisschen locker joggen auf der Stelle, ein bisschen warm werden. Wir tun mal so, als würden wir Seil springen. Ich habe ja ein Seil, aber habe ich jetzt nicht ausgepackt. Genau, erstmal ein bisschen warm werden. 4, 3, 2, 1, wir springen mal so von rechts nach links. Die Arme bewegen wir mit. Jawohl. Warm werden. 4, 3, 2. Hände an den Popo, Fersen gehen hinten hoch. Auch viele haben nach dem letzten Workout ordentlich Muskelkater gehabt. Ich muss sagen, ich habe auch ein bisschen Muskelkater, jetzt nicht vom letzten Workout, also nicht von dem YouTube-Workout, von meinem letzten Workout. 4, 3, 2. Okay, locker. Wir machen was mit den Armen, deswegen vorne zusammen, hinten öffnen. Vorne, hinten. Überkreuzen vorne, ganze Bewegungsamplitude. Vier, drei, zwei, eine noch. Die Arme neben den Körper, einmal über den Kopf und runter. Über den Kopf und runter. Aktiviert eure Schultern. Vier, drei, zwei. Okay, wir stellen uns breitbeinig hin. Die Arme auseinander, eine Seite zeigt zur Decke. Andere zum Boden und wir ziehen uns in die Richtung und wechseln ab. Macht euch lang. Rüberziehen. Rocky verdrückt sich schon. Geht dann immer ins Schlafzimmer. Ich werde ihm hier zu wild. 4, 3, 2. Okay. Wir gehen in die Knie. Popo nach hinten oben schieben. Wir rollen uns ein und öffnen uns. Schön ins Hohlkreuz. Oh, da habe ich auch Muskelkater. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Locker. Okay. Ich würde sagen, wir starten jetzt gleich. Ich hole mir was zu trinken, du dir auch, ich hab's nämlich noch nicht, und dann starten wir. Wie gut, dass ich gerade einen kurzen Test gemacht habe und gemerkt habe, okay, die Speicherkarte wird das nicht aushalten. Wir machen jetzt ein Every Third Minute on the Minute. Das heißt, wir haben 3 Minuten Zeit für folgenden Übungsablauf. Wir haben einmal mit Gewicht gerne, einmal Sumo-Kniebeugen. Das heißt, wir gehen gerade runter, gerade hoch, machen 12 Stück. Danach folgen 10 Liegestütze. Natürlich super gerne, wenn ihr sie richtig gut könnt. Ne? Gestreckt, Brust berührt den Boden. Da wir aber viele machen werden, wie ihr wisst, ist es völlig in Ordnung, werde ich auch machen, auf die Knie zu gehen, aber trotzdem ganz runter, ganz hoch. Ja? Danach machen wir 5 Strecksprünge, Burpees, halbe Burpees. Und dann geht ihr runter und macht nochmal 5 Knee Grabs. Das heißt, entweder lang und dran oder ihr macht die Füße zusammen. Ja? Vorne berühren,
hinten berühren, vorne berühren. Könnt ihr euch aussuchen, welche Variante ihr wählt. Genau, dann würde ich sagen, in 5 Sekunden legen wir los. 10 Durchgänge, das heißt, wir machen insgesamt locker 100 Liegestütze. Okay, seid ihr bereit? Ich bin bereit. In 5, 4, 3, 2, 1. 12 Sumo-Kniebeugen. 1, 2. Oberkörper bleibt stolz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sauber ablegen. Dann kommen 10 Liegestütze. Wer kann, fängt natürlich erstmal auf den Füßen an. Ansonsten da die Knie ablegen, gerade runter, gerade hoch. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hier raus 5 halbe Burpees. 1, 2, 3, 4, 5. Auf den Rücken legen, 5 Knee Grabs oder Butterfly Sit-Ups. 1, 2, 3, 4, 5. Das war der erste Durchgang. So, jetzt haben wir 1,5 Minuten Zeit, um zu verschnaufen, was gut ist, weil in der Ruhe, ja, entstehen ja die Muskeln. So, wir nutzen die Regeneration, um Energie zu tanken. ...157 ist meine Current Heart Rate. Wisst ihr Bescheid? Jetzt kann ich hier nicht mehr mogeln. Ja. Okay. Tief ein- und ausatmen. Erster Durchgang von 10 ist geschafft. Und wichtig sind auch Pausen. Ich erzähle das ja auch immer wieder in meiner Mehrwert-Story, ne? Warum Pausen auch so wichtig sind im Training. Manchmal denkt man so, oh ja, ich könnte jetzt schon wieder. Aber wirklich, konzentriert euch, die Durchgänge richtig sauber zu machen. Lieber zu langsam als zu schnell und rumgewurschtel und auch die Pausen zu genießen, ja, und runterzukommen im Puls, dass wir wirklich so ein Auf und Ab kriegen und dadurch generieren wir natürlich auch nochmal einen Nachbrenneffekt. Deswegen sind Pausen echt wichtig. Okay, und in 15 Sekunden geht's weiter in unserem zweiten Durchgang. Breitbeinig hinstellen, Fersen bleiben am Boden, Fußspitzen in die Ecken. Bauch ist auf Spannung, wir schnappen uns unser Gewicht in 3, 2, 1, let's go. 12 Stück, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Oberkörper bleibt aufrecht, 7, die Arme hängen einfach nur, 9, 8, ich weiß nicht mehr, 9, ich glaube, 10, reden und zählen gleichzeitig ist nicht so einfach, ne? So, sauber absetzen, 10 Liegestütze, jeder so wie er das kann, 1, 2, ich gehe auch lieber auf die Knie, 3, 4, 5, dafür Brust berührt den Boden, 6, 7, und ihr wisst, ihr habt die Zeit. Wer jetzt nicht mehr kann, kann ruhig kurz ausschütteln. Ja, und macht in seinem Tempo weiter. 10. So, 5 Stück. 1, 2, 3, wenn ich springen kann. 4, ja. 5. Okay, dann Knee Grab. 1, 2, 3, 4, 5. Sehr gut.
Jawohl. Und verschnaufen. Keine ganzen anderthalb Minuten. Puh. Ja, das wird gut. Das ist auch ein Workout, wo man mal nicht springen muss, ne? Ja, das heißt, wenn man die Burpees quasi gelaufen macht, easy, ganz ohne Springen. Und durch halt diese Kombination Liegestütz, Burpee, Bauch, haben wir halt wirklich hauptsächlich Oberkörper drin, ne? Ja. Geilo. Puh. Okay, tief ein- und ausatmen. Ja, mein Puls geht runter, das ist sehr gut. So soll es auch sein. Ich bin jetzt so im aeroben Ausdauerbereich, 143. Das ist ganz genauso gut, wie es sein sollte. Genau. Je nach Alter natürlich. Na? Jetzt stellt sich die Frage, wie alt war Mareike nochmal? Hm? Jetzt gehe ich weiter runter in die Fettverbrennung, Fettstoffaktivierung unter 130 bei mir. Okay, 10 Sekunden, dritter Durchgang. Mach dich bereit. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sauber absetzen. Liegestütze. Jeder in seinem Tempo. Auf geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kontrolliert, 8, 9, 10, 5 Burpees, 1, 2, 3, 4, auf den Rücken legen, Knee Grab, lang ran, 1, 2, 3, 4, 5, okay, dritter Durchgang geschafft, schön. Sehr gut. Tief ein- und ausatmen. Ich bin bei 141 Puls. Und natürlich da, ne, könnt ihr natürlich auch steigern mit schwerem Gewicht. Ihr könnt auch auf 15 Wiederholungen bei den Squats hochgehen. Ihr merkt, ihr habt ja noch genügend Zeit hinten raus. Oder auf 10 Wiederholungen Knee Grabs. Ne? Man kann das alles ein bisschen variieren, wie man das möchte. Ganz frei wählbar quasi. Jedem Level angepasst. Manche denken sich so, okay, dann reduziere ich lieber die Liegestütze runter auf 5. Ne, man wächst mit seinen Herausforderungen, ja? Genau, 30 Sekunden noch für den vierten Durchgang. Jawohl. So, ich schnapp mir schon mal mein Gewicht. Puh. Und auch hier, wenn ihr kein Gewicht habt, könnt ihr euch einen Rucksack aufsetzen oder sowas, ne? Bisschen Flaschen rein oder irgendwie Gedöns und dann Rucksack aufsetzen und damit das machen. Alles easy. In 5, 4, 3, 2, 1. Auf geht's. Gerade runter, gerade hoch. 1, 2, 3, 4. Po Backen zusammenkneifen oben. 5. 6, 7, 8, 9, 10, noch 2, 11, einer noch, 12. Sauber absetzen, Liegestütze, 10 Stück. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wer eine Pause braucht, nimmt sich die Pause, ja? Und 5 Burpees. 1, 2. Du hast ja insgesamt 3 Minuten Zeit, ja? Und man wird merken, dass man die hinten raus auch mehr braucht als am Anfang. Und 1, 2, 3, 4, 5. Sehr schön. Oh, der vierte Durchgang war das. Oh, sehr gut. Meine Saufziege war gar nicht ganz voll. Die ist aber gleich schon leer. Kannst ruhig durchlaufen, Rocky. Wie süß. Traut sich nicht, durchs Bild zu laufen. Du bist gar nicht im Bild, wenn du da jetzt herläufst. Na, geh auf deinen Platz. Man sieht ihn nicht. Er hat Durst. Okay. Schön. Ja, ich habe auch Durst. Er hat mich gehört. Was ich nämlich sagen wollte, ist, immer schön ausreichend trinken, ne? Gerade in so Workouts. Ich meine, ich komme jetzt auch schon so ins Glitzern. Ich merke, ich werde so ein bisschen überall schwitzerig. Das ist sowas von essentiell. Ja. 20 Sekunden noch. Wir können uns schon mal ein bisschen breiter aufstellen. Puh. 20 Minuten. 130, meine current heart rate. Auf geht's. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 noch. 11, einer noch. 12. Sauber absetzen. 10 Liegestütze, so wie jeder einzelne von euch kann, okay? 1. 2. 3. 5. 6. 7. Bleibt sauber. 8. Wer nicht mehr sauber sein kann, macht eine kurze Pause. 10, okay. Burpees. 1, 2, 3, 4, 5. Knee Grab. 1. 2, 3, 4, 5. Okay, wir haben Halbzeit. Und ich muss sagen, auch jetzt merke ich, gerade in den Liegestützen wird es interessant. Ja? Da wirklich die Rumpfstabilität aufrecht zu halten und sauber zu arbeiten. Jetzt entscheidet sich das. Ja, also bleibt dran und macht lieber zwischendurch eine kurze Verschnaufspause. Ihr merkt ja, wir haben jetzt immer noch eine Minute Zeit. Die könnt ihr locker nutzen, um einfach kurze Pausen zu machen und dafür saubere Wiederholungen beizubehalten. Ja? Orientiert euch nicht unbedingt an mir. Also orientiert euch nicht an mir, sondern jeder macht sein Tempo. Ja? Nur gemeinsam verbringen wir die 3 Minuten mit den entsprechenden Übungen. Und das ist dann auch nicht besser oder schlechter. Ist einer schlechter als der andere oder besser als der andere? Sondern jeder arbeitet, ich nenne es ja immer gerne, seiner tagesformabhängigen Bestleistung.
Es gibt Tage, da wirst du das alles besser meistern können. Und es gibt Tage, da wirst du das vielleicht nicht so gut meistern können oder etwas abgeschwächter als sonst. Dann ist das auch völlig in Ordnung. Gib dich damit zufrieden, dass es deine tagesformabhängige Bestleistung war. Okay, in 5 Sekunden geht's los. Mach dich bereit. In 3, 2, 1, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 noch, 11, einer noch, 12. Sauber absetzen. Jetzt 10 Liegestütze. Come on. 1, 2, 3, 4, 5. Rumpf ist fest. 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, runter, Knee Grab, 1, 2, 3, 4, 5. Puh. Sehr gut. Ja, läuft doch. Ja? Prima. So, das war der 6. Durchgang. Wir haben nur noch 4. Puh. Sehr schön. Okay, 50 Sekunden noch, tief ein- und ausatmen, Puls bewusst runterlassen, sehr gut, atme tief durch die Nase ein, und ich mache mal wirklich nur die Nasenatmung. Auch die Nasenatmung übrigens kommt bei vielen viel zu kurz. Sie atmen viel zu schnell und viel zu häufig nur aus dem Mund heraus. Machen dann so kurze Atemzüge, sondern wirklich auch mal bewusst nur die Nase benutzen. Ja? 10 Sekunden. Okay, ist übrigens auch ein Game Changer, Nasenatmung. 3, 2, 1, let's go. 1, 2, 3. 4, 5, 6, ganze Bewegungsamplitude, ne? 7, 8, 9, 10, 2 noch, 11, 12, sauber absetzen, 10 Liegestütze. 1, 2, 3, Rumpfspannung. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sehr gut. 5 Stück, komm. 1, 2, 3, 4. 5. Knee Grabs. 1. Oh, da bin ich aber geplumpst hier. 2. 3. Abrollen. 4. 5. Sehr gut. Puh. Trinken. Nicht vergessen.
Jetzt nur noch 3 Durchgänge. Wir nähern uns dem Ende. Puh. Wie ist es bei euch? Glitzer? Hm? Bei mir kommt's. Nicht so krass wie beim Workout davor. Kann ja noch kommen, ne? Aber es läuft. Ist auch von der Rhythmik natürlich ein anderer, ne? Da haben wir ja jetzt schon wieder angefangen. Macht das natürlich mit every second minute on the minute. Macht einen riesen Unterschied, ne? Ja. Das ist zum Beispiel, wer jetzt zum Beispiel fortgeschritten ist und noch weniger Zeit hat, kann natürlich auch den Timer selber stellen auf 2,5 Minuten. Dann würde man jetzt wieder anfangen. Ja, kann man natürlich auch machen. Dann reduziert sich das Ganze natürlich nochmal um 10 mal 30 Sekunden. Damit spart man dann auch wieder ein bisschen Zeit hinten raus. Ne? Aber ich denke, eine halbe Stunde plus ein bisschen Warm-up, ein bisschen Cool-Down, die kriegt man immer ganz gut unter. Ja. Okay, so, mach dich bereit, 10 Sekunden, 3 Durchgänge noch, in 5, 4, 3, 2, 1, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Fersen sind fest am Boden, 7, die Knie schiebst du nach außen, 8, 9, Po squeezen, 10, 2 noch, einer noch, sauber absetzen, 10 Liegestütze, here we go, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, come on. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 5. Ihr merkt, ich werde statt langsamer fast schneller, weil 2. 3, 4, 5, weil schnell kann jeder. In der Ruhe liegt die Kraft und da brauche ich halt viel mehr Power, wenn ich es langsam mache. Deswegen auch hier, aber wenn du schneller arbeiten solltest, wenn du es kannst, dann trotzdem natürlich sauber bleiben, ne? Nicht mit Schwung arbeiten. Rumpf ist die ganze Zeit schön stabil. Das ist ja bei meisten tatsächlich auch die Schwachstelle, warum sie keine Liegestütze schaffen. Das ist, weil der Rumpf dann auch so durchhängt und man dadurch nicht hochkommt. Ne? Deswegen die Core-Spannung ist meistens ausschlaggebend dafür, ob du Liegestütze kannst oder nicht. Ja, und wir machen hier mal eben 100 Stück. Ne? Also, ja, sehr gut. Wir haben nur noch 2 Durchgänge. Also jetzt noch mal alles geben. Ich würde sagen, wir erhöhen die letzten beiden auf 15 Kniebeugen, weil die gehen, glaube ich, easy, ne? Je nachdem, was ihr für ein Gewicht gewählt habt. Aber meins ist schon relativ knackig. Auf 15 und auf, ja, wir bleiben dabei. Letztes Mal habe ich alles runter reduziert und jetzt fange ich an, nach oben zu pushen. Ja, ja, 10 Sekunden. Mach dich bereit. Puh. Bauchspannung, Po-Spannung. 15 Kniebeugen. In 3, 2, 1. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sehr gut. Und auf geht's, komm. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow. 1, 2, 3, 4, 5. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Cool. Ein Durchgang nur noch. Das war mir zeitlich genau gleich. Haben aber drei Squats mehr gemacht. Aber wenn du noch nicht so weit bist, auch völlig in Ordnung, zieh durch. Wir haben ja dann, wenn wir jetzt noch in den letzten beiden Wiederholungen, drei Wiederholungen Squats mehr machen, dann haben wir 126 Squats gemacht. Geil. 100 Liegestütze. Heftig, oder? 50 Burpees und 50 Knee Grabs. Ja. Schönes Ding. Einen Durchgang haben wir noch, den letzten. Den ziehen wir nochmal komplett durch. Ich wundere mich gerade selbst. Ich habe gestern ein bisschen Brust trainiert. Ich habe heute Morgen meine Brust gespürt, dass ich bisher, jetzt sage ich es natürlich noch zu früh, das mache ich gleich wahrscheinlich schon, noch keine Pause in den Liegestützen gebraucht habe. Das wundert mich tatsächlich. Aber ich muss auch dazu sagen, ich bin ja relativ früh auf die Knie gegangen. Ne? Obwohl das immer noch, wenn du wirklich Brust zum Boden, die richtige Spannung halt aufrecht erhältst und so, die richtige Technik, ist es auch alle Male echt richtig knackig, ne? Okay. Rocky, hör auf. Nicht. Nein. So, 10 Sekunden. Letzter Durchgang. Seid ihr bereit? In 5, 4, 3, 1. 15 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sauber absetzen und in die Liegestütze. Ich gehe direkt auf die Knie. 1, 2, 3, Core-Spannung. 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, jetzt! Come on, 1, 2, 3, 4, 5, die letzten 5 Knee Grabs. Komm, zieh durch, mach dich stolz. 1, 2, 3, 4, 5. Wow. Okay. Die anderthalb Minuten. Ihr zieht noch bis zum Ende. Wir machen noch einen Cooldown und zwar einfach nur ein bisschen lockern. Dehne dich mal, das heißt nach oben strecken. Rechts und links lang machen. Ah, jawohl, sehr gut. Auch mal so ein bisschen überdehnen nach hinten. Oh. Und lösen. Den Arm, Daumen zeigt zur Decke vor den Körper und ranziehen. Tief ein- und ausatmen. 4, 3, 2, lösen, andere Seite. Rüberziehen. Hoch. Schulter bleibt tief. 4, 3, 2, lösen. Hände hinter den Rücken, tief und zusammenziehen. Bauch ist auf Spannung. Wir bleiben in der Nasenatmung.
finish that chicken like what it's going for. Und wir lockern einmal alles aus. Wir atmen tief ein, durch die Nase auch aus. Tief durch die Nase ein, durch die Nase aus. Okay. Ein imaginäres High Five. Hat mir Spaß gemacht, lasst mir gerne ein Gefällt mir da, wenn es euch auch Spaß gemacht hat. Und ich freue mich auch riesig über einen Kommentar. Und was ich auch immer cool finde, ist, wenn ihr jetzt gleich ein Glitzer-Selfie von euch macht, in eure Story postet und mich da drin verlinkt, damit ich sehe, ihr habt richtig durchgezogen. Ja, es war mir ein Fest und wir sehen uns dann wieder zum nächsten Workout oder was auch immer.